Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 26. November. Der Bauplan für ein erfolgreiches Leben. Der Bibelvers für heute steht in Philipper 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Wenn du unter Druck stehst, ist es immer besser, für die entsprechende Situation zu beten, als darüber zu reden. Gebet ist der Bauplan für ein erfolgreiches Leben. Als er auf der Erde war, betete Jesus. Er vertraute alles im Gebet Gott an, auch sein Ansehen und sein Leben. Das können wir ebenfalls tun. Wir müssen Gott unsere Probleme nicht erklären. Wir können sie ihm einfach bringen und ihn bitten, sich um alles zu kümmern. Achte darauf, dass du das Gebet nicht verkomplizierst. Ich glaube, viele Menschen warten, bis sie ungestört Zeit haben oder im Gottesdienst sind, bevor sie beten. Dabei können sie jederzeit mit Gott sprechen. Vertraue auf die Kraft eines einfachen, glaubensvollen Gebets. Lies einmal Paulus' Anweisungen in Philipper 4, die Verse 6 und 7. Statt dir Sorgen zu machen, bete einfach und bitte Gott um Hilfe, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Die Bibel sagt, dass Gott treu ist. Das ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns zu Hilfe eilt, wenn wir ihn bitten. Aus dem Grund sollten wir ihm vollkommen vertrauen. Tun wir das, sind wir für alles gewappnet, was uns begegnen mag. Lass uns gemeinsam beten. Gott, ich will mir nicht mein ganzes Leben lang Sorgen machen. Stattdessen werde ich mir ab heute angewöhnen, jederzeit zu dir zu beten. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.